Die Stadt Khobar ist seit den 1860er Jahren geprägt von den Rinder- und Wollfarmen im Umland. In den 1870ern wird Kupfer entdeckt. Heute ist der wichtigste Arbeitgeber eine Großmine, in der seit 1960 Kupfer abgebaut wird. Außerdem gibt es eine weitere Mine seit 1983, in der Silber und Zink gefördert werden. Am Mitchell Highway Richtung Cunnamulla besuchen wir die kleine Stadt Burke, die am Darling River liegt. Ursprünglich stellt Burke einen bedeutenden Hafen für den Abtransport von Wolle der in der Umgebung gezüchteten Schafe dar. Der Hafen am Fluss wird jedoch aufgegeben, nachdem Burke im Jahr 1886 an das Eisenbahnnetz angeschlossen wird. Der Eisenbahnbetrieb wird im Jahr 1988 eingestellt. Der ehemalige Bahnhof beherbergt heute ein Touristeninformationszentrum. Als der Highway neu gebaut wird, lässt man die alte Holzzugbrücke stehen und so bleibt die Konstruktion erhalten. Der Wind wird immer stärker, auch erschweren Baustellen das Weiterkommen. Wir sind bis jetzt 13.000 Kilometer gefahren und erreichen am 16. Dezember Queensland. Der Wind wird immer heftiger und so sind wir froh, als wir Cunnamulla erreichen. Der Name Cunnamulla bedeutet in der Sprache der Aborigines so viel wie längliches Stück Wasser oder auch großes Wasserloch. Der erste Europäer ist der Entdecker Thomas Mitchell, der diese Gegend im Jahr 1846 auf der Suche nach einem Weg zum Golf von Carpentaria passiert. Can you see how it kind of forms a natural dip? That's the area that will eventually become the Great Artesian Basin. Over the next 140 million years, huge events like ice ages in Europe and tectonic plate movements caused the ocean level to rise and fall. When the ocean levels rose, water became trapped in that natural dip and formed a sea. But when the ocean levels fell, the whole area became land again. A hundred years ago, drilling for artesian water wasn't an easy job.
The old bore drillers were as tough as nails. They used to work through 50 degree heat in the summer and freezing cold conditions in the winter. Through thousands of kilometers of open channels, clearing away dirt and debris. Mooring is one inland center of Australia where a little help from nature puts a warming break on the winter freeze. The bubbling waters from the Mooring Bore are always at 110 degrees. If you're on the other side of 50, the mineral waters give you the urge to throw away those walking aids for good. And as any local bird watcher will confirm, there's something about Mooring that really buoys you up. Nach einem kurzen Besuch im angeschlossenen Museum geht es für uns weiter nach Norden.